So, ich grüße euch. Wir sind nach längerer Zeit Abwesenheit mal wieder mit einem Video da. Möchten euch was Neues vorstellen. Das war jetzt über ein Jahr in der Produktion. Und zwar ist das der Forest Walker Anzug. Das heißt der Anorak und die dazugehörende Feldhose. Und das Ganze ist ein bisschen ein Mischkonzept. Geht auf ältere militärische Kleidung zurück, aber auch auf traditionelle Outdoor-Kleidung. Und was wir uns dabei gedacht haben, welche Teile damit reingespielt haben und wofür es gedacht ist und was ihr damit machen könnt, das zeigen wir euch gleich. Bis gleich. So, wie versprochen, da bin ich eben mit der neuen Bekleidung. Fangen wir mal vom Konzept an sich her an. Das Ganze ist ein Softshell-Anzug im mittleren Preissegment. Wird also günstiger sein als die normale BX-Softshell-Bekleidung. Auch damit begründet, dass es leichter im Gegensatz zu unserer normalen Softshell-Bekleidung. Man sieht es auch hier, ich habe den Kragen umgeschlagen, hat der Forest Walker kein Fließfutter. Das heißt, das ist ein sehr leichter Anzug. Und der Hintergrund des Anzugs sind eigentlich ältere Bekleidungsstücke, das deutsche Scharfschützenhemd aus dem Zweiten Weltkrieg hatten wir uns als Vorbild mitgenommen, was allerdings auch nichts anderes ist wie ein Alpinparka aus den 30er Jahren. Bekleidungen wie diese Anoraks wurden auch von Trappern und Jägern schon im 19. Jahrhundert eingesetzt. Und vor einigen Jahren haben die Sachen dann auch in Flecktarn wieder ein bisschen eine Renaissance bekommen und wurden wieder neu aufgelegt. Und wir haben mit dem ganzen Bekleidungssystem eigentlich angefangen im Winter 2012. Damals war der Plan noch, dieses Bekleidungssystem aus wasserabweisender Baumwolle zu machen. Mit der Zeit sind wir davon allerdings abgekommen, weil die Baumwolle hatte eigentlich nur den einen Vorteil, man konnte sich damit an ein Lagerfeuer setzen. Und damit war das eigentlich eine reine Campjacke. Die Prototypen, die wir jetzt noch tatsächlich bei uns in Zirkulation haben, sind tatsächlich dann auch genau das. Das sind Campjacken, die wir mit auf Biwak nehmen und ansonsten aber nicht dabei haben, weil sie zu schwer sind. Wenn sie nass sind, trocknen sie zu langsam etc. Und deswegen haben wir uns entschlossen, das ganze Konzept nochmal neu zu machen und zwar mit einem modernen Softshellstoff. Was wir jetzt hier haben, ist ein für uns komplett neuer Softshellstoff und zwar ist die Außenhaut aufgeraut. Das heißt, das hat schon eine fast fließartige Oberfläche und dadurch wirkt der Stoff eben auch sehr matt und reflektiert nicht. Und vor allem, ich weiß nicht, wie gut man es jetzt mit dem Mikro hört, aber er ist sehr leise. Das heißt, das Ganze ist auch ideal für die Jagd, aber eben auch für Scharfschützen, für Beobachter. Und dadurch, dass der Anorak sehr lang geschnitten ist, ist alles, was man drunter trägt, komplett abgedeckt, das heißt, man bleibt nirgends hängen. Wir haben uns auch dafür entschieden, im Gegensatz zu den anderen Anoraks, die wir führen, hier keine Schlaufen für Messer oder ähnliches anzubringen. Das heißt, ist der Anorak komplett geschlossen, gibt es nichts, wo man hängen bleiben kann. Man hat trotzdem jede Menge Stauraum, denn man hat hier beidseitig einen großen Eingriff in eine riesige Tasche. Man hat hier die klassische Ich stehe faul in der Gegend rum Tasche. Drüber sitzt nochmal eine abgedeckte Tasche. Dann gibt es noch eine große Gesäßtasche. Die ist so angelegt, dass man zum Beispiel auch eine Ebazote-Matte einschieben kann. Und dann hat man einen automatischen Sitzpolster in der Jacke. Ähnlich wie es die russischen Streitkräfte ja mit ihren Isomatten zum Umbinden machen. Bei uns im Anorak kann man es direkt mit einbinden. Das gleiche geht auch hier vorne. Man könnte sich hier auch noch Polster einsetzen. Und ebenfalls hier im Brustbereich, das ist gerade für Scharfschützen, für Beobachter oder auch für Fotografen oder Jäger ganz interessant, dass man sich einfach im Brustbereich auch ein Polster einschieben kann. Und weitere Taschen, die wir haben, sind die Armtaschen. Die sind extrem groß. Ich habe jetzt hier mal als Demonstrationsobjekt ein 5,56er M16 Magazin eingepackt. Und ich könnte zwei davon in die Armtasche packen. Nur mal als Beispiel, wie groß die sind. Ja. Der ganze Aufbau des Anoraks ist dafür gedacht, um sowohl solo getragen zu werden, als auch als Überanzug. Das heißt, ich kann theoretisch
eine leichte Fleecehose drunter ziehen unter die Hose. Ich ziehe eine Jacke drunter an und ich habe den als dritte Schicht, als Outer Layer im Winter an. Ich kann den aber genauso gut in der Übergangszeit nutzen. Wo ich ihn nicht nutzen würde, ist ganz klar, ist im Hochsommer. Wie gesagt, ist es ein Softshell-Anzug. Aber ich sage jetzt mal, bis April, Mai in den frühen Juni rein ist der Anzug nutzbar und dann ab Ende September wieder. Oder natürlich, wenn man ins Gebirge geht, wenn man in kältere Regionen geht oder auch in feuchtere Regionen, einfach als Wetterschutzanzug. Von den reinen Fakten her ist es so, wir haben hier eine höhere Wassersäule als bei einer Softshell. Bei unseren Softshells bewegt sich die Wassersäule zwischen 5000 und 8000 mm. Wir haben hier eine Wassersäule ab 8000 mm aufwärts. Der Hersteller gibt die Wassersäule mit 10.000 mm an. Wir müssen aber auch dazu sagen, es sind nicht komplett alle Nähte in diesem Anzug getaped. Also die Schulternähte zum Beispiel haben wir getaped, an den Taschen sind nicht alle Nähte getaped. Es ist auch definitiv keine Hardshell, es ist eine Softshell, aber sie ist sehr wasserdicht. Sie hat eine Atmungsaktivität von 5.000 bis 6.000 MVP. Das heißt, es bildet sich auch nicht allzu viel Schwitzwasser drunter. Ich bin jetzt heute hier auch schon einige Stunden mit dem Anzug unterwegs und ich habe keinerlei Kondensfeuchte, die sich eben aufbaut. Ja, natürlich gibt es das Ganze nicht als Set. Also ihr bekommt den Anzug eben einzeln. Das heißt, ihr könnt die Hose einzeln wählen, den Anorak einzeln wählen. Jedes dieser Teile kommt mit einem Packsack, damit ihr das Ganze eben auch sauber in der Ausrüstung mitführen könnt. Und für uns war es hier einfach wichtig, möglichst viel Nutzen zu bringen. Das heißt, wenn ihr Airsoft-Spieler seid, ist das ein idealer Anzug, um ihn unter eurem Ghillie anzuziehen. Gerade wenn es feucht-kaltes Wetter ist und man zieht irgendwie eine alte BDU an und man liegt eine halbe Stunde auf Lauerposition oder man kraucht irgendwo durchs Unterholz, dann weiß man es zu schätzen, wenn man Kleidung hat, die wasserabweisend ist, die winddicht ist und vor allem die hinterher, wenn sie wirklich eingesaut ist, auch relativ schnell wieder trocknet, wenn man nicht den ganzen Tag noch in Klammerkleidung rumlaufen muss. Das gleiche gilt natürlich auch für Soldaten, das gleiche gilt für Jäger und das gleiche gilt natürlich auch für Leute, die Outdoor- und Survival-mäßig unterwegs sind. Was man hier auch noch machen kann, die Jacke ist seitlich komplett zu öffnen. Das heißt theoretisch auch wieder im Bereich sowohl Militär, Airsoft als auch Zivil. Ich komme an alles ran, was ich unten drunter habe. Ich komme in die Hosentasche, ich komme in die Beintasche, ich komme theoretisch an eine mitgeführte Seitenwaffe, an eine Pistole oder an ein Messer. Und ich mache das Ganze zu. Alles, was ich drunter trage, ist eben auch abgedeckt und auch gegen eben geschützt. Und natürlich kann ich das auch beidseitig aufmachen zum Belüften. Gleiches gilt eben auch für die Reißverschlusstaschen, die können auch zur Belüftung genutzt werden. Beziehungsweise um den Wärmehaushalt zu regulieren. Und gleiches gilt eben auch für den Kragen. Der ist hier hochstellbar. Die Kapuze ist riesig. Ich hoffe, man versteht jetzt mit dem Mikro noch was. Also man kann ohne Probleme noch eine Kopfbedeckung drunter tragen. Oder man macht das Ganze zu. Man kann es hier auch noch regulieren. Ist man also auch komplett geschützt. Ja, das war von unserer Seite die Vorstellung vom Forest Walker. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bei uns, am besten über Facebook. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut!